Im Rahmen einer Projektwoche waren der Nico Matter und ich, der Luis Holdenschild, als Jugendreporter unterwegs gewesen. Wir haben den Kampfjet-Pilot Gero interviewen. Einfach Kampfjets. Ich sage, als Bub haben mich Kampfjets fasziniert. Auch heute noch. Natürlich, diese Faszination, die schaut man heutzutage ein bisschen aus einer anderen Optik an, wenn man effektiv selber auf dem arbeitet. Aber das ist es. Das war es. Wirklich. Ja. Mal ist man im Flugdienst, mal ist man im Planungsbüro, wo man die ganze Flügerstaffel für die nächste Woche Trainings planet, mit Luftraum, der verfügbar ist, mit Flugzeugen, die wir verfügbar haben. Vielleicht koordinieren mit ausländischen Trainingspartnern. Mal ist man Chef von einer Übung im Ausland, wo man zwei Wochen lang wirklich die Verantwortung trägt. Mal ist man in den Bergen oben und macht wieder eine Überlebensausbildung. Überleben im Schnee während zwei, drei Tagen. Mal ist man an einem Schülerinterview in Steffisburg. Ihr seht, es ist wirklich. Es gibt, der Job ist sehr, sehr abwechslungsreich. Trainingstool. Wir haben ein Simulatorzentrum auf dem Flugplatz Bayern. Und da bist du regelmässig am Trainieren. Sei es allein für dich, einfach am Verfahren eintrainieren, am Notfall üben. Also eben, ich sage jetzt ein Triebwerksbrand, oder das erlebst du in der Luft hoffentlich nie. Aber trotzdem musst du es geübt haben. Für das ist der Simulator natürlich hervorragend. Wie das so ein Flüger ist, es ist sicher ein sehr wertvolles, auch ein sehr halt, durch die Komplexität von dem Flugzeug. Aber ja, am besten schaut man das Gesamtsystem an, schaut nachher an, was gibt es für eine Leistung oder über eine lange Zeit können wir die Flotten im Betrieb halten. Und die Kosten aufs einzige Flugzeug abzurechnen ist wirklich sehr, sehr schwierig. Ja, es gibt einfach so beeindruckende Erinnerungen, sage ich einmal, oder? Wenn man zum Beispiel einen Alarmstart trainiert, wo es wirklich darum geht, möglichst schnell, möglichst hoch und dann dort oben ein Flugzeug abzufahren, das irgendwie knapp mit Schallgeschwindigkeit daherkommt, oder? Aus dem Stand raus. Und dann bist du wirklich, eben der Start ist und zwei, drei Minuten später bist du auf 13.000, 14.000 Höhenmeter oben und bist dort mit Schallgeschwindigkeit an einem anderen Flugzeug dran. Oder das ist wirklich beeindruckend, wenn du wirklich siehst, wie die Welt einfach vertikal gegen oben fortgeht.